Sabato 2 novembre, carissimi, ci vediamo a Verona per la commemorazione dei fedeli defunti. Portate con voi le immagini, le foto dei vostri cari defunti che metteremo al lato dell'altare e benediremo. Potrete fare l'offerta della messa in suffragio dei vostri cari defunti, come Santa Madre Chiesa ci permette di fare a piene mani. Pregheremo offrendo loro i suffragi che possono condurli in paradiso. Sabato 2 novembre a Verona alle ore 16:30 preghiamo e celebriamo la messa per i nostri cari defunti. E poi domenica 10 novembre saremo a Cassino per tutto il piccolo resto romano e di dintorni. Partiranno dei pullman a costo zero, gratuiti, da Roma per quelli che non hanno come venire a Cassino. Verrete e sarete ricondotti a casa gratuitamente. Per le prenotazioni rivolgetevi alla segreteria di Radio Domina Nostra o al referente regionale del Lazio. E poi ancora vi ricordo che il 27 dicembre io celebro l'anniversario della mia ordinazione sacerdotale, 25 anni di messa, il giubileo d'argento, giù in Sicilia, piccola Nazareth Ave Maria, per quanto lo vorrete. Abbiamo vissuto un momento di grazia lo scorso 6 ottobre a Milano con migliaia di fedeli, il piccolo resto c'è e il popolo dei rosarianti con la corona del rosario in mano. Andiamo avanti e preghiamo per il trionfo del cuore immacolato di Maria. Verona, 2 novembre, commemorazione dei fedeli defunti. Roma, Cassino, 10 novembre, con la possibilità di venire coi pullman gratuiti da Roma. E poi 27 dicembre vi aspetto giù in Sicilia. Tutte le altre tappe saranno rese note nei giorni a venire. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Gelobt sei Jesus Christus und vorwärts mit Maria. Guten und heiligen Tag an euch alle, liebe Kinder, in den heiligen Herzen von Jesus und Maria und im keuschesten Herzen von Sankt Josef. Willkommen zurück zu unserer morgendlichen Rubrik Heilig und Kaffee. Heute ist Dienstag, der 15. Oktober. Die Kirche feiert sowohl im Vetus als auch im Novus Ordo. Die liturgische Feier der heiligen Teresa von Avila, der großen Reformerin des Karmeliterordens im 16. Jahrhundert, die zusammen mit Johannes vom Kreuz an einer Reform der karmelitischen Familie arbeitete, mit großen Opfern und großen Mühen, für sie vielleicht vor allem mehr, für Johannes vom Kreuz. Sie war eine große Mystikerin und Paul VI. Ernannte sie zur Kirchenlehrerin mit Katharina von Siena, den ersten Frauen. Kirchenlehrer. Heilige Teresa von Avila hat aus Gehorsam zunächst ihre mystischen Erfahrungen und dann ihre Biografie, die Autobiografie, niedergeschrieben, die ich zu lesen empfehlen würde. Ich glaube, sie ist auch im Internet zu finden. Ich habe keine Gelbsucht, ich bin gelb. Aber das liegt daran, dass hier die Umgebung das ein bisschen verursacht. Die CEFO, dass Teresa von Avila außergewöhnliche Werke geschrieben hat, die in das Erbe des katholischen Glaubens eingegangen sind. Zum Beispiel denkt daran, dass Edith Stein, die Jüdin war, sich bekehrt, nachdem sie die Werke der heiligen Teresa von Avila in einem Zug in einer Nacht gelesen hat und die Taufe verlangt. Also sind es salzige Werke. Erinnern wir uns an die innere Burg? Zum Beispiel vielleicht das berühmteste Werk der heiligen Teresa von Avila. Aber ich finde, dass es verdient wäre, bekannt zu sein, die Autobiografie, in der Teresa ihren Lebensweg erzählt und dabei, wie es die Heiligen tun, die Heiligkeit Gottes feiert. Wie heute, da es der Gedenktag der heiligen Teresa von Avila ist, erinnern wir uns auch daran, dass es Seelen wie sie gibt, wie Teresa, die vom Seraphim durchdrungen sind, durchdrungen von der Liebe Gottes, das Bild von Bernini in Rom feiert, das genau diesen Moment darstellt. So ein bisschen aus der Ferne konnte man die Details erkennen. Schaut euch diese Pracht an. Der Moment, in dem ein Engel, wie sie selbst erzählt, ihr das Herz von einer Seite zur anderen durchbohrt. Das sind mystische Erfahrungen, die auch der heilige Franz von Assisi, Pater Pio, erlebt haben. Überragende Erfahrungen. Jedoch, wie vom Bater sagen würde, nicht ohne eine Art von mystischem Autoästhetismus, der immer riskant ist. Besonders in unserer heutigen Zeit, aber eher im Hinblick auf eine kirchliche Mission, weil sie davon ausgeht, dass diese Seele nicht mehr radikal zu sich selbst gehört. Wir können das nicht ganz verstehen. Sie schon, aber für uns ist es schwerer, zumindest glaube ich für mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also in einer totalen Enteignung zu leben, die etwas von Maria hat.
Keine Kreatur hat es geschafft, sich so sehr ihrer selbst zu entäußern wie Maria, um einzig Materie, Form zu sein. In den Händen Gottes. Die Enteignete nennt sie von Balthasar Maria. Maria jedoch ist ein Vorbild jener Heiligen, die eine besondere kirchliche Mission haben, von Athanasius von Alexandria bis Gregor Maria von Benedikt von Nostra bis Franz von Assisi, von Ignatius von Loyola bis Karol Wojtyła, von Teresa von Kalkutta und von dieser Existenz, weil das Panorama der Heiligkeit, das ist kostenlos. Nicht, weil sie heiliger sind als andere. Im Gegenteil, oft bemerkt man, wie auch andere, die weniger bekannte Heiligenleben gelesen haben, dass sie manchmal in Heiligkeit die Großen übertreffen. Aber sie sind groß, weil sie eine Mission in der Kirche zu erfüllen hatten. Teresa von Avila hatte diese Aufgabe. Es war die Zeit der lutherischen Reformation und sie bat den Herrn, wie sie der Kirche helfen könnte. Ihr Gott schickt ihr diesen Seraph, der sie durch und durch trifft. Wir rufen sie an, die heilige Teresa von Avila, damit sie allen Frauen in der Kirche hilft, in dieser so stürmischen Phase, in der die falsche Kirche für die ministerielle Ordination der Frauen wirken will. Den Frauen hilft, die heilige Teresa von Avila, ihren wahren Platz in der Kirche zu finden, der darin besteht, in den Wurzeln zu sein, um Tiefe zu geben, zum kirchlichen Erleben. Santa Teresa von Avila sagte auch diesen sehr schönen Satz, der später vertont wurde. Nada te turbe, nada te espante. Nichts soll dich beunruhigen, nichts soll dich erschrecken. Wer Gott hat, dem fehlt nichts. Nichts soll dich beunruhigen, nichts soll dich erschrecken. Gott allein genügt. Eine der bekanntesten, berühmtesten Sätze von Santa Teresa d'Avila. Gestern Abend haben wir das 14. Biest in der Bruderschaft des Heiligen Rosenkranzes behandelt. Das Kriegsbiest, die Bestie, der Kriegsdrache. Ich lade ein, diese Katechese zu hören, denn sie helfen uns, in diesem Zyklus der Katechesen zu wachsen, das Monster des Krieges, der Bruderschaft. Natürlich offen für alle, ihr findet sie in der Playlist von Radio Domina Nostra, für die, die nicht hättet hören können. Hey, heute, da es Dienstag ist, haben wir ein interessantes Programm. Zunächst gehen die Anrufe weiter, um das Gebet für eure Verstorbenen für den 2. November zu geben. Das sind die beiden großen Termine, die wir am 2. November in Verona haben. Samstag, den 2. November in Verona um 16.30 Uhr. Beim Montresor Hotel Tower in Bussolengo und dann am Sonntag, den 10. November in Cassino. Von Rom aus fahren die Busse. Ich sage die Busse, weil der erste fast voll ist, also werden wir wahrscheinlich einen weiteren nehmen. Es ist kostenlos, sowohl hin als auch zurück. Eilt euch, liebe Römer, euch anzumelden. Wir erwarten euch in Casino für einen Tag der Gnade mit Don Enrico, Bruder Celestino. Ich weiß nicht, ich muss sehen, ob auch Don Ramon es schafft zu kommen. Hoffen wir, ja, ich konnte ihn nicht erreichen. Propoi erinnere ich euch daran, dass wir heute, Dienstag, den 15. Oktober, in Saviano, in der Provinz Cuneo, in der Via Artigianato, um 17.30 Uhr sind. In direkter Übertragung auf Radio Domina wird es den Heiligen Rosenkranz geben, dann wird Bruder Celestino die Messe feiern und heute Abend um 21 Uhr werden wir dort, im Rahmen dieses gemeinschaftlichen Moments, des kleinen Rests aus dem Cuneo-Gebiet oder der Umgebung, vielleicht kommt auch jemand aus Turin, um 21 Uhr gemeinsam den Moment der Reflexion gestalten. Luther Romani aus meinem Buch Die falsche Kirche und ihr Schicksal, neu aufgelegt und erhältlich beim Sekretariat von Radio Domina Nostra, zusammen mit Der Adler und die Sonne, dem ersten Kommentarband zum Johannesevangelium. Das betrifft heute Abend L'Aquila e il Sole. Das ist das andere Buch, das ich heute Abend um 21 Uhr in Savigliano erwähnt habe. Kommt, wir warten. Komm und mach mit. Und dann erinnere ich euch daran, dass es die Termine gibt, aber natürlich die Katechese von heute Abend, die vorletzte Katechese des kriegerischen Dienstags. Wir sind dabei, diese wunderbare Erfahrung des kriegerischen Dienstags abzuschließen, die dann in 15 Tagen, am übernächsten Dienstag, mit der letzten Folge enden wird. Und dann wird der kriegerische Dienstag dem biblischen Dienstag weichen. Dem biblischen Dienstag. Vom kriegerischen Dienstag zum biblischen Dienstag.
Avremo modo di approfondire da subito il Vangelo di Giovanni con il mio primo volume, L'Aquila e il Sole, che trovate anche disponibile alla segreteria di Radio Domina Nostra, la Luteromania, questa sera. Und dann die beiden Treffen am Samstag und Sonntag. Und das ist der Ort Teilt, Teilt, Teilt. Die zwei Termine am Samstag und Sonntag, nächsten Samstag, 19. Oktober, sind wir in Monte Catini, Tini Terme, für einen Termin mit dem kleinen toskanischen Rest im Hotel. Also schauen wir uns das Hotel an. Hier ist es Tuscany Inn. Hier ist es, ihr findet es in der Beschreibung, Via Cividale, Monte Catini Terme, um 16.30 Uhr. Mit Bruder Celestino, Don Ramon und mir am Samstag in der Toskana in Monte Catini. Und am nächsten Tag erwartet uns ein schöner Tag, auch dieser. Möge Gott uns die Gnade geben, ihn mit Freude und Intensität zu erleben. Siamo den ganzen Tag in Bologna. Es wurde dieser Moment der Gnade organisiert, weshalb wir morgens um 8.30 Uhr haben. Die Öffnung des Saals um 9.30 Uhr, die Beichten um 10.20 Uhr, die Einführung der Madonna mit der Prozession 10.30 Uhr, der Heilige Rosenkranz um 11 Uhr die Heilige Messe, zelebriert von Bruder Celestino. Und dann am Nachmittag um 15.30 Uhr wird es eine Podiumsdiskussion, ein Treffen mit Diego Fusaro und Pater Cionci, das für alle offen ist. Ihr könnt alle an diesem Moment teilnehmen. Diese sind die nächsten Termine. Verpasst nicht Samstag in Monte Catini Terme und Sonntag in Bologna. Diese sind die nächsten Termine. Jetzt gehen wir zur heutigen Folge über. Ich habe ein paar wichtige Dinge, die ich euch sagen muss. Der Titel der heutigen Folge ist die Fantatheologie von Pater Lanzetta, Bersagliere des falschen Papstes. Moment, wir gehen. Aber vorher wollte ich mit euch eine Nachricht besprechen, die in letzter Zeit in den Medien kursiert ist. Katholische, aber nicht italienische, nicht italienische. In Deutschland wurde diese ziemlich wichtige und, würde ich sagen, kuriose Nachricht nicht ausreichend bekannt gemacht, die ich euch jetzt mitteile. Vielleicht hat es wer gesehen, weiß nicht. In der Praxis wurde der Körper des Kardinals exhumiert. Heute Morgen erwähnte ich es gegenüber Fra Celestino und dann bei Santi e Caffè, verstehst du, des Kardinals in der albanischen Sprache Krikor Bedros Agagianien. Vielen sagt das nichts, vielen anderen schon. Gregor Peter Agagianien, ein armenischer Kardinal, der libanesischer Staatsbürger wurde und zweimal ernsthaft in Betracht gezogen wurde, Papst zu werden. Sicherlich im Konklave von 1958. Wie die Studien mittlerweile sagen, war er der Gegenspieler von Roncalli. Angelo Giuseppe Roncalli wurde gewählt. Einige sagen Siri, aber die Geschichtstexte sprechen stattdessen von diesem Kardinal Agagianian. Was wäre passiert, wenn er Papst geworden wäre? Nur Gott kann es wissen. Dann auch im darauffolgenden Konklave, jenem, in dem Piccolo der VI. Gewählt wurde, auch da empfing Agagianian diesen Kardinal, der zwischen Mystik und Spiritualität lag, aber auch Theologe war. Ich mag ihn, ich möchte ihn nachahmen. Ich mag diese Gestalt eines Priesters, Bischofs, Kardinals, Diözesan, nicht religiös, Theologen, Bibelwissenschaftlers, Kanonisten, auch sehr kompetent Theologen, aber mystisch, aber ein Mann des Gebets, immer lächelnd, friedlich im Gesicht. Er ist am 16. Mai 1971 in Rom gestorben, also sind fast mehr als 50 Jahre vergangen, nein, 48 Jahre, richtig? Entschuldige, 53. Er war Präsident der päpstlichen Kommission für die Ausarbeitung des Kodex des orientalischen Kirchenrechts, Kardinalpriester von San Bartolomeo all'Isola und so weiter. Er ist in Rom gestorben und wurde auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin in der Kirche San Nicola da Tolentino in Rom beigesetzt.
Lo scorso September. Jetzt kommen wir zu der Nachricht, die ich Ihnen über diesen Kardinal mitteilen wollte, weil sie etwas bedeuten wird. Lo scorso September, genau am 12. September, wurden die sterblichen Überreste dieses Kardinals exhumiert, weil sie in die armenisch-katholische Kathedrale von St. Gregor in Beirut, Libanon, überführt wurden. Beim Exhumieren hoben sie den Sarg, öffneten ihn, und das kam zum Vorschein. Ich denke, das spricht für sich. Ich weiß nicht, ob Sie es bemerken. Nach 50 Jahren ist der Körper dieses Kardinals, anders als bei großen Heiligen wie dem heiligen Franz von Assisi und Pater Pio, schauen Sie, Sie werden es kaum glauben. Ich verstehe es. Er ist nicht einbalsamiert, nicht exhumiert und nicht gewachst. Und Sie haben den Sarg geöffnet. Haben den Kofferraum geöffnet, den Deckel des Sarges, schaut, was herausgekommen ist. Warum wurde diese Nachricht nicht bekannt gemacht? Weil es sensationell ist, noch besser als Santa Benedetto, wenn ihr schaut. Schaut euch den Gesichtsausdruck an. Er deutet an, wie es in seinem Lebensstil war. Adesso zeigen wir Ihnen ein paar Fotos von ihm, als er eben Kardinal war, Kardinal Agagianian und er. Hanno aperto il corpo e hanno trovato il cadavere di questo cardinale Agagianian. Guardate un po' che roba, incorrotto. C'è una causa di beatificazione, ma è con ogni evidenza che Dio lo ha così beatificato. Das könnte uns dazu bringen, uns zu fragen, welche Kriterien Gott bei den Körpern der Heiligen anwendet. Es sind Kriterien, die wir nicht kennen. Warum? Bleiben wir kurz bei den Bildern. Sehen Sie die Hände, seine Hände. Ehrlich gesagt, man kann es kaum glauben, ich verstehe das. Aber schaut, diese Hände sind seine. Sie haben ihn sogar noch weich gefunden. Also ohne Totenstarre. Weshalb es oft passiert, dass der Leichnam, auch wenn er intakt ist, jedoch wie Pergamentpapier wird, wie man sagt, weshalb man sehr vorsichtig sein muss, die Finger zu bewegen, weil sonst alles zerbricht. Hier haben Sie die Leiche in einer zunächst feierlichen Haltung gefunden. Ist völlig unversehrt, intakt, als ob er erst seit wenigen Stunden dort wäre. Schaut euch diese Wunder an, liebe Kinder. Der Leichnam des ansonsten unbekannten Kardinals Pietro Agagianian, der unversehrt geblieben ist. Diese ist ein Foto aus jener Zeit, das den Kardinal Agagianian lebend zeigt. Seht ihr, immer lächelnd, aber im Gesicht, für diejenigen, besonders unter den Frauen, die den sechsten Sinn haben, dieses Gespür, gibt es etwas, das Leiden, inneren Kampf verbirgt. Wer weiß, auf welchen Ebenen. Manchmal gibt es Seelen, liebe Blumen, die wir erst im Paradies kennenlernen werden, unverdächtig, die große Prüfungen durchlaufen haben. Gott will, dass einige bekannt gemacht werden, wie Teresa von Avila, deren Fest wir heute feiern. Dann, nach mehr als 50 Jahren, öffnen sie den Sarg des Kardinals Agagianian, der nach Libanon überführt werden soll. Und siehe da, wie Gott alle überrascht. Es ist wirklich ein Anblick, den man in Stille betrachten sollte, denn es ist der Ausdruck mit dem Kopf leicht geneigt, in der Pose des Todes natürlich. Aber schaut euch den Gesichtsausdruck an, so friedlich, gelassen, von jemandem, der nach einem Leben des Gebets und der Gnade zu Gott gegangen ist, um ihn für immer zu treffen. Und so legt der Herr die Kriterien fest, mit denen er oft seine Heiligen noch vor der Seligsprechung, der offiziellen Anerkennung durch die Kirche, heiligt. Das ist eine Anerkennung vom Herrn. Adesso ist der Libanon sehr verehrt, ziemlich verehrt, der Kardinal. Man sieht, dass diese Libanesen etwas haben, denn auch St. Charbel, der unversehrte Körper, und jetzt gibt es im Libanon eine starke Verehrung für. Comincia ad esserci una forte devozione. Potete immaginare quanto sia stato interessante per tutti intervenire su questa vicenda.
perché purtroppo in Italia invece, a parte qualche notizia così, abbiamo passato tutto sommato dall'amorosa è un miracolo. È un miracolo, è uno di quei tempi, di quelle cose che mostra che Dio c'è, perché non si può spiegare la conservazione integrale di un cadavere dopo 50 anni dalla morte. So wie wir es sehen. Schaut mal, die gekreuzten Finger sind wirklich etwas, das sehr zum Nachdenken anregt. Und wir glauben also, dass der Herr uns hat verstehen lassen, dass im Leben dieses Mannes etwas ist, das wir kennen müssen. Magari mit der Zeit werden seine Schriften, sein Leben bekannt gemacht. Wir werden besser verstehen, wer er war und was er tut. Weil es offensichtlich ist, dass Gott sagt, ich habe ihn im Herzen. Alte Heilige hingegen, ich erinnere mich daran, auch als St. Franziskus von Assisi nicht erwartete, dass sie praktisch die Knochen, den unversehrten Körper finden würden. Stattdessen waren da nur die Knochen, ein Haufen Knochen. Auch die heilige Theresia, weil sie gesagt hatte, dass sie Gutes auf der Erde tun würde, hier und da Gnade verbreiten würde und so weiter. Dann starb sie bereits im Ruf der Heiligkeit. Und als sie den Sarg öffneten, waren praktisch nur noch die Knochen da, genauso wie bei Pater Pio und so weiter und so weiter. Inzwischen kommen dann Figuren in einem kleineren Rahmen, die niemand kennt, wie der Kardinal, der zweimal fast Papst geworden wäre, der libanesische Kardinal Agadjanian, den niemand kennt außer den Fachleuten. Öffnen sie die Bahre und Gott überrascht alle, indem er zulässt, dass der Leichnam völlig unversehrt ist, wie sie auf den zwei Fotos sehen können, die zur Verfügung gestellt wurden. Es war mir eine Freude, es ihnen mitzuteilen. Es gibt Leichen, die exhumiert werden und Leichen, die es nicht werden. Heute sprechen, plaudern und schwatzen sie in der Kirche. Der Titel heute ist Die Heilige, nicht zu verwechseln mit dem Getränk, aber vielleicht auch ein bisschen Die Heilige Theologie. Die Pater Lanzetta, Serafino Lanzetta, von den Franziskanern, der unbefleckten Schütze des falschen Papstes. Daher, Sie haben mir gerade heute Morgen, zwischen gestern und heute Morgen, die Aussage, die Antwort von Pater Lanzetta geschickt über das, was in diesen Tagen passiert, worüber wir gestern gesprochen haben. Und es ist ein kläglicher Versuch, erneut Ziegen und Kohl zu retten, um unglaublich in der Unterwerfung unter den falschen Papst Jorge Maria Bergoglio alias Franziskus. Das sind diese luftigen Sprünge, diese akrobatischen Sprünge, mit denen sich diese kläglichen Fantasietheologen in Scharfschützen von Bergoglio verwandeln. Vater Lanzetta, als Franziskaner der Unbefleckten, sollten Sie einfach, ich sage es Ihnen, da Sie mich ignorieren, weil Sie sofort bereit waren einzugreifen, weil er ein Franziskaner der Unbefleckten ist, hat gesprochen und dann sofort interagiert. Aber wenn es Dominutella für Sie tut, Dominutella, gibt es eine Ladung Hass gegen Dominutella, die Bände spricht. Also, ich sage Ihnen, dass Sie einfach erbärmlich sind. Sie haben sich in eine Situation großer Erbärmlichkeit gebracht. Ich empfinde Mitleid für Sie, Pater Lanzetta. Sie sind ein Kirchenhistoriker. Und die Dinge, die Sie sagen, könnten Sie nicht auf dieselbe oberflächliche und banale Weise sagen. Ein Grundschulkind könnte das auch sagen. Sie, wirklich, lieber Professor Lanzetta, Pater Lanzetta, sagen Dinge, die einfach, wie soll ich sagen, fantasievoll sind. Also, jetzt hören wir uns das Video an, das gestern von Pater Lanzetta produziert wurde, in dem er sich zum Verhalten von Pater Giorgio Maria Fare äußert, während Don Minutella für ihn jahrelang nie existiert hat. Ich pfeife darauf, ich gehe meinen eigenen Weg. Ich sage es aber, weil ich mich widerrufe. Nicht evangelisch. Warum existierte Don Minutella nicht für Pater Lanzetta? Es gibt einen Grund. Wäre gut zu wissen. Plötzlich, weil es Pater Faret macht, greift Pater Lanzetta ein. Boah, das sind Dinge, die... Schaut, liebe Laien, bleibt ruhig, empfangt die Sakramente der Priester, aber vertraut uns Priestern nicht. Prego, schauen wir die Videos.
Diego, guten Abend, Diego. Ich denke, man sollte Bergoglio und seine Unterstützer meiden. Nur meine Meinung. Entschuldigung, ich verabschiede mich und gehe. Fertig, Diego. Diego Papa Bergoglio bleibt Papst. Klar machen wir viele Einwände. Wir stellen uns kritisch seinem Lehramt gegenüber. Aber immer mit der Hoffnung auf Konstruktivität, also zu sehen, was die Wahrheit ist, seine Lehren im Licht des immerwährenden Lehramts zu betrachten. Das ist machbar, das muss getan werden, aber im Voraus zu sagen, dass er nicht Papst ist, weil er diese Fehler lehrt, das bedeutet, gesunden Geist zu bewahren. Also, habt ihr den Angriff gehört? Die jämmerliche, widerliche Eröffnung dieses armen Unglücklichen? Gott möge ihm vergeben, denn wenn es auch nur eine einzige Person gibt, die den Dingen vertraut, die er gesagt hat, dann ist er in einer Lage der Disgnade, damit niemand das Wort missversteht, Gnade. Dis-Gnade, es ist ohne Gnade. Habt ihr gehört, was dieser arme, erbärmliche Bersagliere von Bergoglio gesagt hat? Anzitutto liest du den Kommentar, der sagt, Bergoglio ist nicht der Papst und ich verlasse diesen Kanal. Das hast du verdient, lieber Vater. Ihr solltet allein bleiben und Bergoglio sollte das Werk mit euch beenden, indem er euch Missionare auf diese einzige Insel schickt. Er sagt, es gibt eine Insel von Menschenfressern, um sie zu bekehren. Das hast du verdient, lieber Vater Lanzetta. Ihr solltet allein bleiben, um eure erbärmliche Inkonsequenz zu beweinen. Und dann sagt er, und so zitiert er diese Nachricht, in der der Typ ihm sagt, Bergoglio ist nicht der Papst. Ich verlasse den Kanal und er lacht. Aber was gibt es da zu lachen? Du verlässt den Kanal, du hast schnell verlassen. Gibt es da zu lachen? Es gibt zu weinen, lieber Vater Lanzetta. Für die Dinge, die du sagst, solltest du weinen. Und was sagt, weil ich dann natürlich nicht beleidigend bin. Achtung, ich bin scharfzüngig, schlecht für mich. Tatsächlich kriege ich es von allen Seiten ab. Ich möchte von Ihnen wissen, Sie sind natürlich frei, aber warum war für mich kein Platz in Ihren Überlegungen? Jahrelang war kein Platz. Für Sie existiert Don Minutella nicht. Mach du dein Ding. Aber hier ist der Angriff von Pater Lanzetta, einem Kirchenhistoriker, der Bücher geschrieben hat. Er ist dort mit dem Mattei, die Lonchilotto, jene Gruppe, jener Elite, ein Akkumist, der die schmerzlichste Realität des heutigen Katholizismus darstellt. Die schmerzlichste Realität ist nicht die bergogianische oder viganianische, die schmerzlichste Realität ist die eines Kumisten, alla de Mattei, Lanzetta und so weiter. Der Angriff, würdig eines Bersaglieri von Bergoglio und daher von Satan, bleibt Papst. Ipse dixit, bleibt Papst. Quindi ha ragione il padre Farei a dire, desidero che interveniate sulle cose che ho scritto. Wenn ihr etwas dagegen einzuwenden habt, mich kritisieren oder mit mir polemisieren wollt, bitte ich euch, sagt er, den Text, den ich geschrieben habe, zu berücksichtigen. Er hat recht. Man kann so eine Aussage nicht einfach machen, die große Frage sie mit einer Erklärung wie ein Bersaglieri abtun. Da Bersagliere, also bleibt der Papst. Erklär es uns, warum bleibt der Papst, lieber Pater Lanzetta? Denn wir verneigen uns vor deiner theologischen Bildung, deiner Heiligkeit. Und wir, die wir arme Schurken sind, erklär uns, warum bleibt der Papst? Im Angesicht der Dinge, die wir seit Jahren sagen, zwischen der Ungültigkeit des Rücktritts von Papst Benedikt Sizilianer, der zurückgetreten ist, aber nicht abgedankt hat, und der daher ungültigen Wahl von Bergoglio am 13. März, erklärst du uns, warum er Papst bleibt? Nein, das dürfen wir nicht wissen. Wir danken dir, da war doch ein Lied, oder? Für Schwester Regen, da er Franziskaner ist, danken wir dir. Und bleib Papst, Papst, wir danken dir. Also, nach dem Übergang stellen wir uns kritisch. Mal auf konstruktive Weise, das ist die Erklärung von Iuna, das ist die klägliche Position, die Gott ablehnt, sie lässt sie schmelzen, Iuna cum, weil sie geschmolzen, das heißt die von Pater Lanzetta,
Also Fanta-Theologie, nicht nur fantasievoll, sondern Fanta ist genau das Getränk, im Sinne, dass sie geschmolzen sind. Die Position ist, dass wir dem Lehramt von Papst Franziskus kritisch gegenüberstehen, aber auf konstruktive Weise. Erster Abschnitt beendet. Das ist machbar. Also, macht euch klar, was machbar wäre. Sehen Sie, dass es eine ganze Reihe von unbelegten Behauptungen ist. Mal, was hast du getan, Vater Lanzetta? Ich würde dir einen Vorschlag machen. Nicht mehr in den Medien auftreten. Denn ich sage dir, ich, Don Minutella, der für euch nicht existiert, das Problem der Kirche ist Don Minutella. Ich sage dir, dass du die Wahrheit in deinem Herzen kennst. Deshalb sprichst du und lächelst verlegen. Aber was ist vom Lehramt Bergoglios machbar? Bergoglio sagte, die Kommunion wird Geschiedenen gegeben. Was ist machbar? Wissen. Was ist machbar? Verzeihung, Sie sind ein Du, der du bist. Oh, weil er kleiner ist. Du bist ein historischer Theologe der Kirche. Du solltest wissen, dass kein Papst je ketzerisch war. Oh, irre ich mich? Also, es macht dir keine Probleme. Ja, das tut es, aber du ignorierst es. Aber macht es dir keine Probleme, dass der Papst, der euer Werk, das religiöse Werk der Franziskaner der Unbefleckten zerstört hat, nicht hartnäckig ketzerisch? War ein Papst je hartnäckig ketzerisch? Noch nie passiert. Was wäre für dich machbar? Das ist machbar, aber was? Einen ketzerischen Papst behalten, der die Erklärung der schwulen Paare unterschreibt. Also, bist du einverstanden mit schwulen Paaren? Wenn du nicht zustimmst, wie ist er Papst? Seht ihr, liebe Kinder, man muss auf die Priester achten. Man muss heute auf die Priester achten, weil Schwester Lucia es gesagt hatte. Im Jahr 1958 oder 1957 hatte sie es Pater Agostino Fuentes gesagt, dass Satan die Priesterwelt ins Visier nehmen würde. Das ist der leider traurige, wirklich traurige Angriff. Bleibt Papst, erklärt nicht. Seit Jahren kämpft Dr. Cionci wie ich darum, mit Dokumenten in der Hand zu beweisen. Zusammenfassung von gestern am Sonntag von Pater Giorgio Maria Farré. Sind das alles geschriebene Dinge? Schade, dass, soweit ich verstanden habe, es nicht gelingen wird, wenn ich es richtig verstanden habe, hat man mir gesagt. Ich muss es jedoch überprüfen. Also an den lieben Pater Farré. Ich stelle klar, man hätte mir, ich benutze den Konjunktiv, gesagt, dass er anscheinend nicht bereit wäre, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn man es mir richtig erklärt hat. Aber ich wiederhole, Pater Farré, nehmen Sie es mit dem... Der Zweifel, den ich habe, also den ich überprüfen muss, leider sind die Zeiten unterwegs. Sie hätte gesagt, dass es keine Möglichkeit gibt und dass sie es später erklären würde, weil das richtig ist. Man sollte keine Eile haben. Es ist richtig, dass sie es ohne Eile erklären muss, dass sie sich nicht dem Marianischen Priesterbund anschließen möchte. Aber dass sie stattdessen, sagte sie gestern gesagt hätte, bereit wäre, die Messe für die Gläubigen zu feiern, die sich nicht wohlfühlen, zu den Messen mit Papst Franziskus zu gehen. Ich möchte aber wissen, warum diese Zersplitterung, wem nützt die Zersplitterung? Wem nützt es Bergoglio? Das sage ich mit der Freiheit, die mich auszeichnet. Achtung, dass dieser autonome, heilige, schöne Outing, aber eben in Anführungszeichen, weil ich dann nicht wissen kann, vielleicht werden sich andere dem einsamen Vater anschließen, und ich mache keine Propaganda für das Bündnis. Ich sage nur meine Sichtweise, die, wie ihr wisst, wirklich erprobt ist. Also, ich glaube nicht, dass es jemanden nützt, wenn Pater Farré dann, falls es stimmt, was er gesagt hat, herumgeht, wenn man ihn ruft, um die Messe zu halten. Denn viele, die die Messe fordern, sind der kleine Rest. Wer soll die Messe anfordern? Sorry. Wer soll die Messe bei Pater Farré anfragen? Mir haben gesagt, dass gestern jemand aus Bergamo bei Padre Farré live angerufen hat. Sehe ich es richtig verstanden habe, das wäre vom kleinen Rest, der ihm gesagt hat, gut Vater, wir können es kaum erwarten, Sie hier in Bergamo zu haben. Denn dann weiß Vater Farré es viel besser als ich. Die Leute sind sehr einfach. Die Tatsache, dass sie jetzt draußen sind, ist für die Leute völlig offensichtlich, dass sie bei Bruder Celestino sind. Ich nenne meinen Namen nicht. Ich wäre bereit, mich zurückzuziehen. Heiliger Frieden, wenn der liebe Gott es erlauben würde, um nicht diesen Ärger zu haben, der durchdringende Charakter ist. Hypocharismatisch von Don Minutella. Aber ich möchte sagen, das ist nicht nötig. Es war eine Klammer. Die Zersplitterung ist nicht nötig.
Wir bemühen uns, nicht in die Gemeinschaft einzutreten, das ist nicht erforderlich. Aber ich habe auch einen Appell an Pater Cornet geschickt. Ich empfange niemanden. Aber warum behandeln Sie mich so? Ich möchte es wirklich wissen. Schaut mal, ich finde wirklich keine Erklärung. Ich habe Appelle an Pater Cornet gesandt und gesagt, dass er es von Lugano aus macht. Er auch vorher und ich erneuere es heute. Aber warum machen wir keine Konföderation? Versuchen wir ein Netzwerk zu schaffen, aber ist dieser mein Appell nicht vernünftig? Mal dann die Einheit in der Verschiedenheit. Es geht nicht darum, sich anzugleichen. Das, was uns verbindet, ist mehr als das, was uns charakterlich, theologisch, spirituell trennen könnte. Das, was uns mehr verbindet, wenn wir erkennen, dass Bergoglio nicht der Papst ist und wir ihn endlich nicht mehr in der Messe erwähnen, reicht das nicht aus, um ein priesterliches Netzwerk zu schaffen. Vielleicht wären andere bereit, sich anzuschließen, wenn sie das Cornet-Netzwerk von Minutella sehen würden, andere Priester auch. Ich trete nicht dem Bund bei, weil das eine bewaffnete Phalanx ist. Gut, es ist der ISIS. Aber ich teile diese Achse. Aber seht ihr, dass die Bergoglianer es schaffen, was denken wir, Vater Farey, dass sie alle gleichgeschaltet sind? Nein. Bergoglio schafft es zu führen, es bräuchte jetzt einen Anführer. Sie haben gesagt, dass Sie auf die Kardinäle warten, was natürlich richtig ist. Und ich teile diese Erwartung, weil es richtig ist zu warten. Aber ich sage Ihnen voraus, Pater Farey, dass es gut ist, denn wenn ich es richtig verstanden habe, planen Sie das nicht. Daher würde ich Ihnen vorschlagen, da ich weiß, dass Sie eine Reihe von Episoden über dieses Thema machen werden. Ausgezeichneter, außergewöhnlicher Text. Ich würde Ihnen vorschlagen, auch die Möglichkeit anzugeben, was jedoch passieren könnte, wenn Don Minutella recht hätte. Nennen Sie mich bitte nicht, aber wenn Don Minutella recht hätte, der schon seit einiger Zeit sagt, dass wir alle möglichen Wege ausprobieren sollten. Comprendendo sie vor allem die Petition von Chonchi, die Forderung nach Überprüfung der Wahlen und so weiter. Und vor allem warten wir auf die Kardinäle. Però, Vater, ich würde, liebe Freunde, alle, die mir zuhören, auf viele Dinge, wie ihr wisst, nicht zu meinem Vorteil sagen, weil ich weiß, was ich bezahle, ich habe recht gehabt. Bereitet euch vor, denn ihr werdet enttäuscht sein. Ihr werdet keine Unterstützung von irgendeinem Kardinal erhalten. Diese Worte, bitte merkt euch, ich bin nicht Rasputin, Gott sei Dank, aber ich komme in einigen Dingen zurecht. Erinnert euch, dass ihr nicht habt, es ist richtig, es zu tun, es ist richtig, es zu tun. Ich lobe euch, ich bewundere euch dafür, weil ich es nicht getan hätte, vielleicht falsch, aber ich hätte es nicht getan, weil ich weiß, dass es nichts zu erwarten gibt. Ich habe keine Zeit zu verlieren, weil ich Seelen retten möchte und sogar nichts weniger als Rom. Also habe ich keine Zeit zu verlieren. Ich habe bereits 51 Jahre hinter mir und muss mich beeilen, auch wegen dem, was ich durchgemacht habe und durchmache. Meine wissen mehr, worauf ich mich beziehe, weil das, was zu zahlen ist, oft nicht bekannt ist. Ich sagte, dass ich weiß, dass die Kardinäle absolut nichts tun werden. Hier ist Vater Farid. Und dann möchte ich Ihnen, auch Vater Cornet, sagen, dies ist ein wichtiger Moment. Bitte nehmen Sie meine Bitte an. Ve lo chiedo umilmente. Se non volete entrare nel sodalizio, non mostrate. Non è il suo caso. Perché ho potuto di persona ascoltare il suo elogio nei miei confronti e la ringrazio quando ha preso le mie difese dicendo non chiamatelo Minutella. Evidentemente, lieber Vater, haben Sie den Grad des Hasses bemerkt, der mir entgegengebracht wird. Ich danke Ihnen für diese seltene Verteidigung meiner Person, aber es wäre schön, ich erneuere den Appell, wenn wir zeigen würden, wie es Aldo Maria Vali mit Tosatti und anderen tun, die sich zusammenfinden, um Episoden in den sozialen Medien zu machen. Warum machen wir es nicht? Warum müssen wir den Leuten das und das zeigen? Ich bin eben so vom Charakter her, macht euch keine Sorgen, das ist mein Wesen. Ich will niemanden beherrschen, falls dieser Gedanke aufkommen sollte. Hier ist ein Appell, den ich wahrscheinlich wiederholen werde. Es ist nicht möglich, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Qui protestiere, zurück zu uns. Also, in dieser Überlegung, die Pater Lanzetta anstellt, die Fantasietheologie von Pater Lanzetta, ist das machbar, also konstruktiv, das Lehramt von Bergoglio zu kritisieren, der kein Papst ist, unterschreibt er den Segen für homosexuelle Paare. Ich möchte von Pater Lanzetta wissen, was von diesem Dokument, von diesem Lehramt machbar ist.
machbar wäre. Das wissen wir nicht. So wie er zu Beginn angreift und sagt, er bleibt Papst. Prego aber jetzt die Regie, nach diesem ausführlichen Kommentar und dem Appell an die Priesterbrüder, die Gott sei Dank den Mut finden und allein das verdient, dass wir uns vor ihnen verneigen, aus dieser teuflischen Kongregation herauszutreten, die die falsche Kirche von Bergoglio ist. Ecco, dann bitte ich die Regie, alles erneut zu senden. Der Beitrag dauert 4 Minuten. Wir hören ihn komplett an. Ich finde, man sollte Bergoglio und seine Unterstützer meiden. Nur meine Meinung. Entschuldigung, ich verabschiede mich und gehe. Fertig, Diego. Diego Papa, Bergoglio bleibt Papst. Klarerweise erheben wir viele Einwände. Wir stellen uns kritisch seinem Lehramt gegenüber, aber immer mit der Hoffnung auf. Konstruktiv, also zu sehen, was die Wahrheit ist, seine Lehren im Licht des immerwährenden Lehramts zu betrachten, das ist machbar, das muss man tun. Aber a priori zu sagen, dass er kein Papst ist, weil er diese Fehler lehrt, das bedeutet, den Heiligen Geist zu einem zu machen, der den Papst fast zu einem Orakel macht. Aber der Papst ist ein Orakel, und das ist der Papst in der Tradition der Kirche. Wann war der Papst jemals ein Orakel? Alles, was er sagt, kommt vom Heiligen Geist. Nein, das Dogma der Unfehlbarkeit betrifft den Papst, der ex cathedra lehrt. Klarerweise ist das ordentliche Lehramt ein Lehramt, das dennoch von der Unterstützung des Heiligen Geistes begleitet wird. Aber das bedeutet nicht, dass es, weil es so ist, innerhalb des Glaubens der Kirche bleiben muss. Und das ist die Garantie, die es beim Heiligen Geist gibt. Denn der Heilige Geist spricht nicht bei jeder Gelegenheit. Der Heilige Geist hat in Christus ein für allemal gesprochen. Jetzt, damit der Heilige Geist da ist, damit die Unterstützung des Heiligen Geistes da ist, damit die Präsenz des Heiligen Geistes da ist, ist es kein gesprächiger Geist, der jedes Mal spricht. Es ist notwendig, dass das, was gesagt wird, das, was der Papst lehrt, sei. Innerhalb der Grenzen des Glaubens der Kirche, innerhalb der Offenbarung Gottes. Die Garantie ist der Heilige Geist. Und dann müssen wir diese Vorstellung ändern, die wir vom Heiligen Geist haben, fast so, als wäre er diese Taube, die dem Papst jedes Wort zuflüstert. Und daher kann der Papst nicht sagen, dass das, was ihm eingeflüstert wird, der Heilige Geist ist. Sehr oft gibt auch Papst Franziskus Anlass zu dieser Interpretation, wenn er sagt, dass das, was er gesagt hat, wahr ist. Certo, es ist der Heilige Geist, der es ihm gesagt hat. Aber kein Papst in der Geschichte der Kirche hat je behauptet, der Mund des Heiligen Geistes zu sein, weil es nicht so ist. Quindi müssen wir genau verstehen, wer der Papst ist, was der Papst tut, ohne diese sehr, sehr extravagante Idee zu haben, die nicht katholisch ist, von dem, was der Papst ist. Ich glaube, dass diese Situation uns wirklich hilft, zu klären, wer der Papst ist und wie man den Papst respektiert. Immer noch in dieser katholischen Sichtweise, der Papst ist der Stellvertreter Christi, der Papst ist der Diener Gottes. Aber damit er das wirklich sein kann, um sein Amt gut auszuüben, muss er an das glauben, was er sagt, muss er an das glauben, was er lehrt, muss er an Jesus Christus glauben. Ohne den Glauben des Petrus gibt es kein haltbares Lehramt. Danke, Diego. Vedo che ci sono molti altri messaggi, ma purtroppo non possiamo considerarli tutti. Ci nähern uns dem Schluss, liebe Freunde, ein heißes Thema. Dann kommt das Problem mit Vater Farr hinzu, der sich jetzt der Gruppe anschließt, dem Bündnis, auch wenn nicht von innen, sondern von außen, zumindest idealerweise von Don Minutella und somit ein weiteres heißes Eisen. Bleiben wir fest im Glauben. Innerhalb der einzigen Kirche. Nun suchen wir Richter über diesen Papst, jenen Papst, sondern warten darauf, dass Gott Gerechtigkeit übt und dass er seine Kirche rettet. Die Kirche rettet unser Herr Jesus Christus. Wir bleiben innerhalb des Bootes von Petrus mit dem Papst, mit der immerwährenden Kirche und so sind wir in Sicherheit. Bene, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Danke fürs Zuhören. Es tut mir leid, aber der Text Ave Maria ist bereits so kurz wie möglich und kann nicht weiter verkürzt werden, ohne seine Bedeutung zu verlieren. Ecco, also scheint es, dass er dann das Raumschiff nimmt, weil er auf dem Mars lebt. Er lebt auf dem Mars von dem, was er sagt. Er lebt nicht auf dem Planeten Erde.
Er lebt nicht in Rom, er lebt nicht in der Kirche, was da passiert. Es gibt viel intellektuelle Unehrlichkeit, es tut mir leid, das zu sagen. Viel intellektuelle Unehrlichkeit. Die Art und Weise, wie ungefähr meiner Meinung nach, auch mit einem gewissen Grad an Verlegenheit des eigenen flüssigen Gewissens, das Outing von Pater Fahret zeigt, dass ich mit dem, was ich sage, recht habe. An erster Stelle sagt er, dass der Papst der Stellvertreter Christi ist. Aber weiß Pater Lanzetta oder tut er so, als wüsste er nicht, dass Bergoglio den Titel aus dem päpstlichen Jahrbuch entfernen ließ? Was macht der Vater? Kommen Sie darauf, indem Sie sagen, dass Bergoglio, den Sie hartnäckig als Papst betrachten, den Titel hat entfernen lassen, dogmatisch ist er nicht. Aber es ist ein wichtiger Titel des Stellvertreters Christi. Dann liegt Ihre intellektuelle Unehrlichkeit darin, dass Pater Faray eine lange, gut strukturierte und organisierte Abhandlung, wie er in der Predigt betonte, kanonisch-juristischer Art gehalten hat und Sie darüber weder schändlich noch oder eine Silbe fällt in die Falle, aus der Pater Faray Sie und alle, die Sie ins Visier genommen hätten, retten wollte, mehr oder weniger. Ihr müsst euch auf die Inhalte konzentrieren, nicht auf die Slogans. Und der Papst, wir bleiben im Boot. Aber warum hört ihr nicht auf damit? Bergoglio ist nicht Papst. Wer mit ihm ist, ist außerhalb der Kirche schismatisch. Hört auf damit und habt wenigstens den Mut zur Auseinandersetzung. Sie lesen den Text von Cionci, falls Sie es nicht getan haben, Codice Ratzinger, lesen Sie jetzt diese, nennen wir sie Erklärung von Pater Faray, und wenn Sie Zeit haben im Bad, lesen Sie auch Pietro Dovezai. Alles okay? Lesen Sie diese Texte und versuchen Sie als ernsthafter Historiker auf das Debakel, die Herausforderung von Benedikt XVI. Und dann auf all das zu antworten. Kann es einen Papst geben, der offen gegen den Glauben geht? Sie sind nicht ehrlich, Pater Lanzetta, denn Sie sagen, dass seine Lehren, die Lehren von Papst Franziskus, immer im Lichte der Tradition gelesen und interpretiert werden müssen. Aber schämen Sie sich nicht, das zu sagen. In welcher Tradition wurde je von Segen für Paare gesprochen? Aber in welcher Tradition wurde über Frauen am Altar gesprochen? Seid ihr denn völlig blind? Angenommen, wann gab es jemals einen Papst ohne den objektiven Glauben? Bestätige deine Brüder im Glauben. Sein persönlicher Glaube ist etwas anderes. Der Glaube von Alexander dem VI. Oder von Pius dem VIII. Ist etwas anderes, das Persönliche. Ich spreche vom Lehramt des Glaubens. Wann gab es jemals die Hartnäckigkeit, die Beharrlichkeit in einem Papst? Professor Lanzetta, beantworten Sie diese Fragen. Und hören Sie auf, solche Slogans wie ein mystischer Kontorsionist zu machen. Bleiben wir im Boot, und es gibt diejenigen, die gehen. Bleiben wir in der Kirche mit dem Papst. Bergoglio ist nicht der Papst laut Kirchenrecht. Hört auf zu tun, als versteht ihr das nicht. Oder versucht, das Gegenteil zu beweisen. Nicht ist Papst Norm der Gesetze der Kirche. Es weiterhin Papst nennen zu wollen, bedeutet, im Unrecht zu verharren, ihr seid Schismatiker. Sich absichtlich als Schismatiker zu verhalten. Weil sie über den Heiligen Geist spricht, ist der Papst kein Orakel. Es ist beeindruckend, dass Sie als Franziskaner der Unbefleckten plötzlich von den unnachgiebigen, traditionell geprägten Positionen Ihres Gründers, für den der Papst eine Art göttliches Orakel war, abweichen. Denn das kann auch sein, die Heiligen lehren es uns. Quante Heilige haben vor der Stimme des Papstes geschwiegen, selbst wenn sie im Recht waren. Sie wechseln plötzlich von der orakelhaften Position ihres Gründers. Ich weiß nicht, welche Beziehung sie zu dem Gründer, Pater Stefano Maria Minutella, haben, und wechseln zu einer fast lutherischen Position, bei der der Papst nur dann von Nutzen ist, wenn er ex cathedra spricht und das ordentliche Lehramt kein Orakel ist. Was bedeutet, es ist kein Orakel? Also ist das der schlaue, gattopardische Weg, den ihr habt, um vorzutäuschen, dass ihr daran interessiert seid, zu kritisieren, aber den Status quo beizubehalten, damit ihr eure Sitze nicht verliert, eure Titel nicht verliert, nicht aus der Kirche austretet, wie ihr sagt. Aus welcher Kirche wollt ihr nicht austreten?
Quella Cattolica e Apostolica, Vater Lancetta, ich erinnere Sie daran, ist eine der vier wesentlichen Merkmale der Kirche. Es ist die Apostolizität. Es gibt eine apostolische Tradition, die Bergoglio, der nicht der Papst ist und das nicht umsonst tut, offen zu konfrontieren versucht mit der Segnung homosexueller Paare, Frauen am Altar. Sie könnten mir sagen, das haben Sie noch nicht gemacht. Bereiten Sie sich darauf vor, dass Sie es tun werden. Die Gemeinschaft von Versen und Antworten und all den anderen Häresien, insbesondere die Gleichsetzung, den Vergleich der Religionen. Padre Lancetta, ein Papst würde niemals so sprechen, der Stellvertreter Christi auf Erden. Und was ist dann meine Schlussfolgerung? Meine Schlussfolgerung ist, dass diejenigen aus der Welt Unacum, wie ich am Anfang gesagt habe, in einem bedauernswerten Zustand sind. Beten wir für sie und beten wir vor allem, meine lieben Kinder, um die Madonna zu bitten, eine Art, ich betone es, auch nur minimale Zusammenarbeit zwischen den Priestern zu ermöglichen, die immer klarer reifen. Ein Wächter rief gestern Pater Fare an und sagte, er habe Mut durch unsere Gebete. Mir wurde gesagt, Padre Farey war nicht böse. Er hat eure Gebete akzeptiert. Ich weiß nicht, ob er verstanden hat, dass die Wächter diejenigen sind, die ich erschaffen habe, die für die Priester beten. Warum jetzt kein Netzwerk schaffen? Padre Fernando Cornet soll nicht allein dort in Sardinien bleiben. Nun lohnt sich nicht, ihr werdet dann schwach, ich versichere euch, vertraut meinem Wort. Auf der anderen Seite sind sie auch auf übernatürlicher Ebene sehr stark. Man sollte nicht allein sein. Und wenn es Dinge gibt, die uns trennen, die nicht wesentlich sind, aber ich glaube, dass es keine geben sollte, können wir in der gemeinsamen Schlacht derer, die mutig schreien, vereint bleiben. Sie sagte mir, dass sie gestern über Jeanne d'Arc sprachen, also dass sie bereit für das Martyrium sind und dass sie so, Gott sei Dank, zeigen, dass sie nicht zurückweichen. Eben, angesichts der Position eines Vaters Lancetta, von dem ich weiß, dass mein Stil nicht eurer ist, ich bin ein bisschen so mediterran, da ist das Pathos, aber ich musste es tun. Jetzt habt ihr einen Stil, mehr Sie, Vater Farey und auch Vater Cornet. Ein offensichtlich unübertrefflicher Stil im Vergleich zu mir, dem beinahe ein Wort entglitt, das stattdessen schreit, brüllt, verstehst du? Ich bin ein Straßenverkäufer, das weiß ich, aber ihr solltet alle dankbar sein, dass, und ihr habt es gesagt, zumindest Sie, Pater Cornet, ich weiß nichts über ihn. Ich war der Erste, weil Gott es so wollte, und es lohnte sich zu schreien, denn wenn ich nicht geschrien hätte, hätten wir nichts erreicht. Stattdessen habe ich geschrien, um den Gewissen entgegenzukommen und sie zu wecken. Jetzt gibt es ein Volk, das sich Kleiner Rest nennt. Gefällt euch der Name Kleiner Rest nicht? Aber ist es nicht möglich, dass sie nach Bergamo gehen, in Übereinstimmung mit Don Enrico Bernasconi und Don Ramon Guidetti? Warum nicht, Pater Farey, dass Sie nach Bergamo gehen, wenn Sie eingeladen werden? Denn so verstehe ich, dass Sie es gesagt haben. Wäre es nicht schön, dies in Einklang mit unseren eigenen Reisen zu tun, auch wenn Sie nicht Teil der Gemeinschaft sind? Vielleicht gehen wir nach Sardinien, machen eine Diskussionsrunde zusammen und nehmen, Heiliger Himmel, eine Pizza mit einem Bier zusammen mit Pater Cornet. Wir feiern, dass die Messe nicht mehr mit Papst Franziskus gehalten wird. Dann, wenn für euch die Sakramente gültig sind, wenn die Kardinäle die Frage klären müssen, wenn ihr Verdacht auf den großen Prälaten habt, was kein Thema ist, auch wenn die Leute es als entscheidend behandeln, weil wir nicht darüber sprechen, das sind marginale Aspekte, sicherlich wichtig, aber nicht entscheidend für das, was uns eint. Nämlich, dass Bergoglio nicht der Papst ist und dass das nicht die Kirche ist, der man folgen sollte. Also wenn Francesco, wie Sie ihn nennen, der falsche Papst ist, welche Kirche führt er? Leitest du die Kirche? Natürlich nicht. Dann gefiel mir, dass Pater Farey sagte, das Konzil müsse so akzeptiert werden, wie wir es tun und so weiter. Beten wir also zur Madonna, dass sich ein Weg öffnet. Andernfalls, wenn sich nichts öffnet, weiß ich nicht, müssen wir unseren Weg der Gemeinschaft fortsetzen, den nicht umsonst Pater Lancetta erwähnt, denn in der Einheit liegt die Kraft.
uns für unseren Weg, Vater für seinen, weil er gesagt hat, man sagte mir, dass er bereit ist zu beichten und zu zelebrieren. Und weil zum Beispiel Bruder Celestino nicht öffentlich zelebrieren möchte. Vater, kommen Sie am Sonntag, wir bezahlen Sie. Kommen Sie am Sonntag nach Bologna. Kommen Sie und halten Sie die Messe. Es ist ein Appell, den ich an Sie richte. Er hat diese falsche Kirche verlassen oder Bergoglio nicht als Papst anerkannt. In Bologna wird er ein Volk von Katholiken finden, die so denken. Halten Sie Messe. Wir bezahlen Ihnen die Reise, wenn Sie in Mailand bleiben müssen. Mailand-Bologna ist nichts Unmögliches. Weiß nicht. Wir machen weiter, dass die Madonna hilft. Dann erinnere ich euch um 5:30. Wir sind in Savigliano, es gibt den Rosenkranz, Celestino, die Messe und heute Abend Katechese. Sabato 2 novembre, carissimi, ci vediamo a Verona per la commemorazione dei fedeli defunti. Portate con voi le immagini, le foto dei vostri cari defunti che metteremo al lato dell'altare e benediremo. Potrete fare l'offerta della messa in suffragio dei vostri cari defunti, come Santa Madre Chiesa ci permette di fare a piene mani. Pregheremo offrendo loro i suffragi che possono condurli in paradiso. Sabato 2 novembre a Verona alle ore 16:30 preghiamo e celebriamo la messa per i nostri cari defunti. E poi domenica 10 novembre saremo a Cassino per tutto il piccolo resto romano e di dintorni. Partiranno dei pullman a costo zero, gratuiti, da Roma per quelli che non hanno come venire a Cassino. Verrete e sarete ricondotti a casa gratuitamente. Per le prenotazioni rivolgetevi alla segreteria di Radio Domina Nostra o al referente regionale del Lazio. E poi ancora vi ricordo che il 27 dicembre io celebro l'anniversario della mia ordinazione sacerdotale, 25 anni di messa, il giubileo d'argento, giù in Sicilia, piccola Nazareth Ave Maria, per quanto lo vorrete. Abbiamo vissuto un momento di grazia lo scorso 6 ottobre a Milano con migliaia di fedeli, il piccolo resto c'è e il popolo dei rosarianti con la corona del rosario in mano. Andiamo avanti e preghiamo per il trionfo del cuore immacolato di Maria. Verona, 2 novembre, commemorazione dei fedeli defunti. Roma, Cassino, 10 novembre, con la possibilità di venire coi pullman gratuiti da Roma. E poi 27 dicembre vi aspetto giù in Sicilia. Tutte le altre tappe saranno rese note nei giorni a venire. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.